someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich werde wahrscheinlich jetzt nochmal öfters an meinem Zopf rumfummeln. Ich war gestern noch duschen und demnach sehen meine Haare jetzt aus. Wunderschön, ne? So, ich werde meinen Zopf jetzt nochmal neu machen. Wir haben heute Donnerstag und wir haben uns dazu entschieden, beziehungsweise eigentlich habe ich mich dazu entschieden und ziehe Tim jetzt mit, dass wir heute weiter Kartons packen, weil eigentlich muss ich sagen, haben wir nicht mehr so extrem viel. Also das meiste, was wir eigentlich noch haben, ist wirklich so die Küche. Da wollen wir mal gucken, ob wir das dann später machen, weil Emily schläft jetzt gerade. Und wenn wir jetzt die Küche machen, dann ist sie wahrscheinlich wieder wach. Deswegen haben wir gesagt, machen wir jetzt erstmal hier. Also wir wollen hier im Wohnzimmer den Fernsehschrank jetzt machen. Da ist halt auch einiges drin. Also jetzt nicht so viel, aber trotzdem ein bisschen was. Dann haben wir hier ja noch den kleinen Schrank. Im Büro die ganzen Schränke, also so Unterlagen und so ein Gedöns. Wenn wir mal gucken, ob wir das dann auch irgendwie machen. Genau, und später dann, wie gesagt, die Küche. Wir müssen auf jeden Fall noch runter in den Keller. Müssen wir mal gucken, wann wir das machen. Wegen unserem Tannenbaum, weil unser Tannenbaum ist ja dekoriert. Heißt, wir müssen den ja erstmal abdekorieren und alles. Wir müssen dann auch die Tannenbäume verstauen, weil nächste Woche kommen Jessie und Jakob nämlich wahrscheinlich vorbei, dass die Sachen schon mal mitnehmen können. Heißt, wir haben dann aus dem Keller schon mal weniger Sachen, also im Keller wieder weniger Sachen, weil die ganze Weihnachtsdeko und die Tannenbäume dann weg sind, sind ja auch wieder zwei Stück. So ist jetzt erstmal der Plan. Ich hoffe, dass wir das alles schaffen. Wir waren gestern noch bei T-Docs und haben neue Umzugskartons besorgt. Wir haben noch drei große geholt und noch, nein, zwei große und drei kleinere. Für die kleineren, also die kleineren wollten wir jetzt hier fürs Büro und fürs Wohnzimmer benutzen, weil wir hier halt eh nicht so viel Zeug haben. Und deswegen haben wir gesagt, reichen die? Und die großen nehmen wir dann halt natürlich für die Küche, ne? Also wir wollen da jetzt auch schon mal einiges wegrollen, dass wir halt einfach doch nicht mehr so viele Teller und so haben. Und man kann ja auch schon von den Vorräten versuchen, so ein bisschen was wegzuräumen, was man halt einfach wirklich weiß, was man nicht mehr benutzt. Wo wahrscheinlich ein bisschen was von ist. Da müssen wir auch nochmal durchgehen, ob wir das jetzt auch alles behalten. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal wieder hier im Wohnzimmer an, so wie das letzte Mal. Und ich hoffe, dass diesmal wieder nicht die Aufnahmen, wo ich quassel, verschwinden. Sonst muss ich mich... Sonst muss ich euch nämlich wieder mit einem Voice-Over nerven. Still got your pearls hanging by my bedside. Still got your lips on paper in a trash. So, kleiner Zwischenstand. Hier ist leer. Da drin ist jetzt auch leer. Da stand unsere Switch, aber die ist jetzt raus. Jetzt fehlt halt nur noch hier, ne, unsere Alexa und die Xbox. Hier haben wir auch wirklich nur noch so ein paar Sachen, falls man sie noch isst. Wenn nicht, dann, ne, packen wir sie halt dann ein. Hier sind jetzt noch ein paar Medikamente drin und so. Die müssen wir dann auch noch wegpacken. Und hier die Kiste mit Emilys Spielsachen ist auch leer. So, hier sind jetzt die ganzen Spielsachen. Hier haben wir jetzt nur noch meine Nagelsachen. Brauche ich noch, weil ich für die Tage noch die Fußnägel machen. Spiele hier draußen jetzt auch weg. Also das hier sind jetzt natürlich nicht die ganzen Spielsachen von Emily, sondern nur die Sachen, die halt in der Schublade waren. Der Rest ist natürlich noch hier. Und so sieht aktuell das Büro aus. Wunderbar, ne? Hier sind jetzt die ganzen Sachen aus dem Wohnzimmer. Müssen gleich mal gucken, wie wir das alles hinstellen. Ja, hier kam die Tage jetzt noch ein bisschen was dazu. Und zwar haben wir hier noch eine Winterjacke von mir. Haben wir hier einfach noch ein paar Taschen, aber die brauchen wir ja alle noch. Genau, hier ist Emilys Nest. Das sind die ganzen Babyklamotten, die wir haben. Die hatten wir jetzt die Tage hochgeholt, weil ich die alle mal sortiert habe und aussortiert habe. Die stehen jetzt auch hier. Und hier in den Koffern haben wir jetzt unsere Jacken einvakuumiert, die auch im Keller waren. So sparen sie Platz und stören nicht. Oh wei. So, wie es mir geht. Nein, andersrum, so wie ich aussehe, geht es mir auch gerade. Wir haben jetzt mal eine kleine Pause hier eingelegt. Hab mich jetzt mal umgezogen. Wir haben jetzt Hunger. Ich würde uns jetzt einen kleinen Snack machen. Ich hab jetzt alles rausgeholt. Ich habe jetzt erstmal hier meine Schüssel geholt. Und zwar dachte ich mir,
Ich mache das eigentlich relativ oft. Da oben seht ihr auch die Toppings, die da stehen. Und zwar liebe ich die Produkte von Oatsum. Ich weiß nicht, ob ich euch die schon mal vorgestellt habe. Bin mir allerdings noch nicht so sicher, was, weil ich habe hier einmal Coco Hunters Smoothie Bowl. Richtig geil, die ist mit Kokos und Vanille. Hat auch 100% natürliche Zutaten, ist ohne Zuckerzusatz und sogar vegan. Ihr seht da so richtig die Kokosraspeln drin. Boah, das riecht einfach so geil. Und das Coole ist halt, dass ihr die einfach nur mit Wasser anmischen müsst. Braucht ihr zum Beispiel hier 5 Esslöffel von dem Pulver, dann 90 Milliliter Wasser und dann ist das schon fertig. Ihr könnt aber natürlich auch irgendwie, keine Ahnung, Milch, Mandelmilch, Hafermilch, Joghurt oder so könnt ihr auch dafür benutzen. Dann haben wir hier die Banana Montana Smoothie Bowl mit Banane und Kakaonips. Oh, riecht so richtig geil nach so einem Bananen Brot oder so, auch mega. Und wofür ich mich wahrscheinlich jetzt entscheide, ist Elsa Erdbeer. Das ist nämlich Erdbeer-Banane. Sieht sehr gut aus, ne? Ich glaube, ich entscheide mich doch für Banane. Ja, da habe ich jetzt irgendwie mehr Bock drauf. Ich habe jetzt vor kurzem gerade erst eine Oatsum-Bestellung aufgegeben. Habe mir diesmal auch so richtig geile Löffel bestellt. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Die haben nämlich, wie gesagt, ne, Besteck haben die da. Also Löffel. So, hier ganz normale. Der ist jetzt Roségold. Dann habe ich den auch in Gold. Und ich habe mir sogar den hier ausgesucht. Können wir mal darüber reden, wie unfassbar schön dieser Löffel ist? 5 Esslöffel davon. Dann geben wir mal ein bisschen Wasser dazu. Sieht es so aus. Nicht so appetitlich, aber wir rühren das ja jetzt erstmal. Ne? Schöne Konsistenz kriegt. Und gerade, weil es ja jetzt auch wieder wärmer wird, finde ich, ist das total geil, weil das mittags dann halt einfach nicht so reinhaut. Ne? Auf die Base könnt ihr jetzt alles geben, was ihr wollt. Ich kann euch mal gerade vorlesen, was hier an Zutaten jetzt in dieser Banana Montana Bowl drin sind. Und zwar hat man hier gefriergetrocknete Bananen, dann Vollkornhafer gemahlen, Hafer-Vollkornschrot, Datteln gemahlen, Erdmandeln gemahlen, Kakaonips, Chiasamen, Flohsamenschalen, Ceylon-Zimt und, nennt man das so? Ja, ne? Und Meersalz. Pro zubereitete Portion sind ja dann 140 Gramm wegen dem Pulver und dem Wasser, hat das Ganze einfach nur 198 Kalorien. Also nicht mal 200 und das finde ich halt wirklich mega. Wie gesagt, da könnt ihr jetzt alles drauf geben, was ihr wollt. Das Gute ist, ich habe ja so auch noch ein paar Toppings, die gibt es natürlich auch bei Oatsum, sind allerdings immer sehr, sehr schnell ausverkauft. Übrigens, falls ich euch jetzt schon angefixt habe, ich werde euch mal hier unten meinen 10% Rabattcode einblenden. Könnt ihr sehr, sehr gerne mal bei Oatsum vorbeischauen. Der Rabattcode gilt aufs komplette Sortiment ab einem Mindestbestellwert von 15,95 oder 15,99. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Aber wie gesagt, die Toppings sind halt wirklich immer sehr schnell vergriffen. Oh, geil. Hakuna Makokos habe ich hier. Mandel und Kokos. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie gebrannte Mandeln am Weihnachtsmarkt. Wow. Okay, geil. So, und dann... Oh. Mmh, oh mein Gott, riecht das gut. Dann habe ich hier einmal der Apfelprinz. Apfel und Zimt ist da drin. Hier sind auch so Apfelstücke drin und Mandeln. Vollkornhaferflocken, Mandeln, Apfelstücke getrocknet, Datteln gemahlen, Kokosöl und Zimt. Gucke ich mal, was sich hier in meiner schönen Schublade befindet. Oatsum wäre nicht Oatsum, wenn die sogar nicht geile Aufstriche hätten. Und ich liebe zum Beispiel Happy Hazel. Hat sich jetzt schon ein bisschen abgesetzt. Aber das ist das gesündere Nutella, nenne ich es immer. Haben wir hier einmal Easy Peanut. Ja, auch eine gesündere Variante von Erdnussbutter. Dann haben wir hier, was ich über alles liebe, Sunny Coco mit Mandel und Kokos. Und was ich an der Stelle übrigens noch sagen möchte, ist, beeilt euch, was diese ganzen Spreads hier angeht. Also die sind auch wirklich immer sehr, 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 sehr schnell ausverkauft. Einfach, weil die halt wirklich sau, sau geil sind. Und hier ist meine fertige Bowl. Ja, man sieht jetzt eigentlich nur Nüsse und meinen Aufstrich, aber saugeil. Natürlich mit einem schönen Ananaslöffel. Und das werden wir jetzt mal zusammen probieren. Wir sitzen jetzt hier im Wohnzimmer. Hier nochmal die Bowl. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, seid ihr so Team, ich esse das einfach so oder seid ihr Team, ich mische einfach alles. Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe die Bowl bis jetzt nur einmal probiert, aber nicht wirklich gegessen, weil Tim hatte die nämlich und ich hatte die Erdbeere, die Elsa Erdbeere. Deswegen bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher, wie die geschmeckt hat, aber ich freue mich jetzt drauf. Prost, doch schön. Sieht trotzdem geil aus. Vor allem ist das saugeil mit diesen Kakaonips da. Der Bananengeschmack ist halt nicht so bam, sondern so sehr... neutral, würde ich sagen. Also halt nicht so mega fake bananensüß, sondern echt lecker. Mhm, sehr geil.
Also wirklich, wenn ihr irgendwie einen gesunden Snack haben wollt, ein gesundes Frühstück oder vielleicht, wenn es für jemanden was ist, ein gesundes Abendessen, schaut auf jeden Fall bitte, bitte, bitte bei Oatsum vorbei. Werde ich euch mal unten in der Infobox verlinken. Hier werde ich euch nochmal meinen Rabattcode einblenden. Schaut unbedingt vorbei. Wie gesagt, damit bekommt ihr 10% Rabatt auf das komplette Sortiment ab einem Mindestbestellwert von 15,99 €. This California weather, it's like 90 degrees. It's making me hot and he has the same effect on me. It's just something about the way that he's making me feel. My insides are out, I just wanna shout his name. Oh, my body's giving up on me. Cause I don't know what to do with my fingertips. Oh, I wanna run up through his hair, but I'm trying not to stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Shaking from the urge of being with him. I act a little dumber when I try to get his number. I'm so nervous that I'm losing grip of myself. Oh, my body's giving up on me. Cause I don't know what to do with my fingertips. Oh, I wanna run up through his hair, but don't stare. I get a little starstruck when I see him. I couldn't hate him even if I tried. Gerade mal alle unsere Schuhe rausgekramt. Die waren tatsächlich alle hier im Schuhschrank. Ich habe auch schon die Kappen oben vom Schrank geholt. Und ja, jetzt werden wir mal gucken. Also das sind auf jeden Fall alles Schuhe, die wir behalten werden, weil wie gesagt, die waren ja alle hier im Schrank und deswegen kommen die auf jeden Fall mit. Die werden wir allerdings in eine Tasche packen und Tim ist jetzt gerade nochmal auf dem Dachboden und im Keller. Und holt dann noch unsere restlichen Schuhe. Ich wusste beim besten Willen nicht, dass wir so viele Schuhe haben. Also ich weiß, dass wir viele Schuhe haben, aber nicht, dass es doch so viele sind. Vor allem, ja, sind da natürlich auch noch die ganzen Winterschuhe und so bei, ne? Gut, ich habe jetzt wirklich im Schrank nur noch die Schuhe gelassen, die wir auch noch in nächster Zeit brauchen. Jetzt wird es ja auch wieder wärmer, deswegen lasse ich so ein paar Schluffen auch noch draußen. Und sonst halt die Schuhe, die ich die ganze Zeit anhabe. Aber die, die man jetzt wirklich relativ selten trägt, die packen wir jetzt mal ein. Aber wir kommen echt gut voran. Wir haben jetzt hier gerade eben die Unterlagen noch ausgeräumt. Also der Schrank ist jetzt auch komplett leer. Genau, sonst ist alles leer. Nur noch hier oben die beiden Schubladen. Hier ist noch Werkzeug und so drin. Und hier noch so... Die Krimskrams-Schublade, wer kennt sie nicht? Sonst das hier, der aktuelle Stand gerade. Wie gesagt, wir kommen echt gut voran. Hier ist jetzt auch alles leer, leer, leer. Hier noch nicht, sind ein paar Sachen, die wir noch brauchen. Hier ist jetzt auch leer und hier ist nur noch mein Make-up drin. Falls ich mich noch mal schminken will, habe ich es noch. Das sind alles Sachen, die zu verlosen sind. Und der Schrank ist auch leer. Das wird immer mehr hier. Ich dachte, das wäre alles an Schuhen. Nee. Hast du noch mehr? Oben der komplette Schuhschrank ist noch voll, meine beiden Sicherheitsschuhe und unten der Schuhschrank ist noch voll. Hä? Welcher Mensch hat denn so viele Schuhe? Du? Nee, du auch. Nein. Doch. I've been dreaming so much lately about your face when you're smiling. It's the only thing that saves me. Hey, I don't know if I told you that I think you're beautiful. And now I can't wait to hold you. Yeah, you pull me up when I'm falling down. And I don't know what I would do without you. Yeah, you pull me up when I'm falling down.
pures Chaos hier hinter mir, wie man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Wir haben jetzt mittlerweile 8:30. Geht ja noch, ne? Geht ja noch, hält sich noch in Grenzen, nicht wie beim letzten Mal. Ich habe aber keine Lust mehr, ich sag's euch ganz ehrlich. Hier hinten ist absolutes Chaos ausgebrochen. Ich freue mich schon. Also ganz ehrlich, ich glaube, bis zum Umzug sind die Kisten bis zur Decke gestapelt. Einfach, weil man gefühlt nichts mehr irgendwo anders hinstellen kann. Ja, ich glaube, es wird Zeit, dass wir jetzt langsam mal unseren Wischsauger und unseren Saugroboter abbauen, damit man da halt auch noch Kartons hinstellen kann. Weil, ja. Ich glaube, das wird nämlich nicht mal lange funktionieren, dass das hier alles hinpasst. Aber ich würde sagen, wir sind heute trotzdem sehr, sehr weit gekommen, weil komplettes Wohnzimmer und komplettes Schlafzimmer, Büro ausgeräumt. Küche haben wir leider nicht geschafft. Das wollen wir jetzt auf jeden Fall als nächstes angehen. Küche, Keller halt und Badezimmer. Ja, da können wir auch noch ein bisschen was ausräumen, weil da fehlt halt, da stehen ja auch noch Bilder und ein bisschen Deko und so. Müssten wir eventuell auch noch wegräumen, aber da haben wir jetzt noch knapp 2 Wochen. Gott, in 2 Wochen ist unser Umzug. Alter. Ja, also wie gesagt, noch knapp 2 Wochen. Deswegen müssen wir langsamer hinmachen, ne? Ja, das war es aber auf jeden Fall mit dem Video jetzt. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Lasst mir wie immer sehr gerne euer Feedback unten in den Kommentaren da und ein Däumchen nach oben, wenn dem so ist. Schaut auch auf jeden Fall beim letzten Video vorbei. Da haben wir nämlich angefangen mit Kartons packen, falls ihr das noch nicht gesehen habt. Und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns die Tage wieder bei einem neuen Video. Und ich wünsche euch wie immer noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!